Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Simulacra 2. Wir machen natürlich da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir sind jetzt in diesem Gruppenchat, die auf einmal sehr erstaunt darüber waren, dass Maya ja noch lebt. Und hier machen wir jetzt genau weiter. Lasst gerne natürlich auch auf dieses Video einen Daumen nach oben da. Ich würde mich wie immer sehr freuen. Und wir sagen jetzt mal, dass wir natürlich keinen Stein umgerührt lassen. Ne? Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir haben. Harter Fall, ha? Huh? Ah, sieht so aus. Damit in der Öffentlichkeit umzugehen, war ein Albtraum für uns. Wir sind immer noch am Trauern. Lass uns mit diesem Drama so schnell wie möglich fertig sein. Okay, hat irgendjemand sie am Tag ihres Todes gesehen? Das ist sehr wichtig. Nein, sie hat uns ein bisschen ignoriert für eine Weile. Selbst mit Arbeit und so weiter. Wir haben ein Influencer-Kollektiv gehabt, um maximale Follower zu bekommen. Und Content umherzureichen, ja, Standard und so weiter. Ihr seid alle Influencer? Scheiß Influencer. Und scheiß YouTuber. Es war Mayas Idee, zusammenzuarbeiten. Und alles war gut, bis, ja, wie soll ich das sagen? Maya ist ein bisschen durchgedreht. Sie hat sich ein bisschen komisch aufgeführt. AWOL? AWOL? Was ist das denn? Was ist denn AWOL? Okay, keine Ahnung, die Abkürzung kenne ich nicht. Hat sie gesagt, was passiert ist? Auf jeden Fall war sie ein bisschen am Durchdrehen. Okay, sie braucht Zeit für sich, um sich ein bisschen, ja, mal zu entspannen, ne? Sie wollte mit dem Business aufhören, aber ich dachte, sie muss nur mal Luft ablassen. Ich bin nur traurig, dass sie uns nicht gesagt hat, wie gestresst sie wirklich war. Okay. Sonst noch irgendwas, was ihr teilen könnt? Maya hatte hohe Erwartungen an sich selbst. Und das war vermutlich auch ihr Niedergang. Es ist echt scheiße, aber manche Leute können nicht gerettet werden. Ist das alles? Können wir jetzt gehen? Fürs Erste ist das alles. Ich hoffe, ihr kommt bald dahinter. Lasst es uns wissen, wenn es noch irgendwas anderes gibt. Later, Gators. Alright. Oh! Das Hintergrundbild hat sich geändert. Von selbst. Nee, hey, come on. Nein. Bitte. Kann ich irgendwas? Okay. Was soll das? Ich kann den Warden nicht mehr öffnen. Hey. Media? Ha. Chimera? Alter, ich hab Gänsehaut. Was zur Hölle? Das Handy startet neu. Ey, ich hab... In Simulacra 1 hab ich schon... Ist es... Okay, das ist im Game. Ich dachte gerade kurz, meine Kopfhörer gehen kaputt. Das Handy stürzt ab. Fährt nicht wieder hoch. Okay. Jetzt ist es wieder ganz normal. Hintergrundbild ist auch wieder normal. Du hast ein paar Leute befragt. Wer sind diese Menschen? Yo, das Handy ist echt komisch. Irgendwas stimmt gar nicht mit dem Handy. Was? Ich habe Maya gesehen, aber sie sah tot aus. Todmäßig. Todmäßig? Sie ist tot. Und was meinst du damit, du hast sie gesehen? Das wird ja die ganze Zeit verrückter. Zurück zum Fall. Mit wem hast du gesprochen? Ich sag mal, ihre Kollegen. Gut. Hast du ihre Statements schon gelesen? Ihre Aussagen? Wir haben ihre Ausdrucke in Mayas Apartment gefunden. Ah, Fingerabdrücke meint er wahrscheinlich mit Prints. Nicht Ausdrucke, sondern Fingerabdrücke. Alright. Das bedeutet aber nur, dass sie oft da waren. Also haben unsere Jungs sie nicht so sehr befragt. Solche Idioten. Hast du irgendwas Neues rausgefunden? Sie waren sehr defensiv. Das waren sie wirklich. Das ist verdächtig. Haben sie irgendwas über Maya gesagt? Maya hat sich komisch verhalten, bevor sie gestorben ist. Das ist offensichtlich. Ja, wir haben ja das Video gesehen, was sie zurückgelassen hat. Was denkst du? Sie verstecken irgendwas. Ja, die Freunde haben auf jeden Fall oder die Kollegen haben auf jeden Fall nicht alles erzählt, was sie wissen. Okay, wir ändern die Taktik. Wir müssen von verschiedenen Ecken angreifen. Du musst mit ihnen sprechen. Individuell. Okay. Nach was suchen wir? Ja, wir müssen auch wissen, was wir befragen sollen. Finde raus, wer sie wirklich sind und was ihre Verbindung zu Maya ist. Auf einem professionellen und persönlichen Level natürlich. Klar, kein Problem. Mit wem fangen wir an? Das kannst du entscheiden. Wärmen sie ein bisschen auf, machen eine Konversation und dann versuchen wir rauszufinden, was sie in der Nacht gemacht haben, in der Maya gestorben ist. So, wir sollen darauf achten, ob es irgendwelche Ungereimtheiten gibt und wenn sie ihre Deckung fallen lassen, verraten sie vielleicht auch ein bisschen zu viel. Fragen wir mal nach. Wir gehen zurück zu Chats. Mina hat hier eine Audiodatei geschickt oder was? Okay, hier ist irgendwas... Okay, activate camera, was? Warum denn die Kamera aktivieren?
Hä? Wo kann ich denn die Kamera aktivieren? Warden, activate camera, discovered files. Er hat uns ein Video geschickt. Setting up the damn camera. Was macht er? Er hat wirklich keine Ahnung von Technik. What is he doing? Was macht er denn da? Was zur Hölle tut er? Brauchen Sie Hilfe mit Ihrer Kamera? Halt's Maul und geht zurück zur Arbeit. Ja, okay, kein Problem, machen wir. Alter Propeller, okay. Mina hat uns hier irgendwas geschickt, so. Maya, ist alles in Ordnung? Ja, hier unten haben wir sie halt schon komplett ignoriert, ne? Okay, Maya hat hier die anderen übrigens sehr oft kritisiert, das sieht man schon, wenn man hier durchgeht. Ne, hier. Mina, du musst echt lernen, wie du mal so deine Meinung vertrittst. Ich kann nicht alle deine Kämpfe für dich kämpfen. Und pipapo, ich will nicht, dass du die gleichen Fehler machst, die wir gemacht haben und so weiter und so fort. Oh, und dein letzter Post? Ah, das Bild finde ich gar nicht gut. Das solltest du ein bisschen ändern. Und hier so schreibt sie nur noch, okay, pipapo. Und was ist jetzt hier für eine Sprachnachricht? Oh no, Mina, I'm so sorry. I completely blanked and forgot about tonight. Did the show go okay? I've been dropping the ball on everything. I've just been so tired, you know? I feel like I've been seeing... Never mind. I'll make it up to you soon, okay? Okay, okay. Ich wollte gerade erst sagen, Maya richtig assi. So, die hat scheinbar eine wichtige Show von Mina verpasst, aber sie hat gerade gesagt, sie war sehr müde, weil sie Dinge sieht. Hä? Okay, jetzt hier 16. Oktober sagt sie, so Maya, ich habe irgendwas Neues auf Chimera ausprobiert, lass mich wissen, ob es okay ist. Maya, ist alles in Ordnung? Willst du nicht mehr mit mir reden? Pipapo. Und jetzt hier 19. Oktober. Hi Maya, are you ignoring me or something? Ignorierst du mich? Did I do something wrong to annoy you? I feel like I haven't seen you in so long. You're not leaving us, are you? Okay. It's just that you're the best at keeping the gang going. And I need you to be around. Together. Ja, okay. Also Maya hat allen so ein bisschen die kalte Schulter gezeigt, weil sie natürlich komplett am Durchdrehen war. Ihr ging es gar nicht gut. Und sieht man ja hier keine beantworteten Nachrichten mehr hier unten. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt doch einfach mal Mina als erstes auf die Hörner und sagen einfach mal, hey, wir müssen reden. 28. Oktober. Oh, sollten wir nicht in der Gruppe schreiben? Was bleibt zwischen uns? Ja? Mina? okay. Bin ich in Schwierigkeiten, Detective? Ich möchte nur deine Seite der Geschichte hören. Na, wir müssen die ja jetzt ein bisschen freundlich auf unsere Seite ziehen. Ich meine, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich kann einfach nicht aufhören, daran zu denken, ob wir irgendwie hätten helfen können. Es ist so traurig, dass sie allein gestorben ist. Ihr hättet nichts tun können. Das wissen sie nicht. Vielleicht hatte sie irgendwelche schlechten Zeiten, die sie durchstehen musste. Sie hat von Anfang an mich geglaubt, weißt du? Okay, niemand wollte mir zuhören, aber sie hat mir zugehört. Sie hat mir geholfen, mein Aussehen zu verändern, meinen Look zu ändern und hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Sieht so aus, als schuldest du ihr echt viel. Alle von uns tun das. Sie hat uns echt viel über das Business beigebracht. Die Followerzahlen sind wichtiger als Talent, bla bla bla. All dieser Stress muss sie zerstört haben. Selbst Maya hatte Sorgen, bla bla bla. Okay, hat sie irgendwelche Zeichen von Stress vorher gezeigt? Nur neulich, bevor sie... Ich hätte mehr für sie da sein sollen. Ich kann nicht aufhören daran zu denken, wie sie gestorben ist. Was ist, wenn sie niemand gefunden hätte? Wenn diese random Person nicht die Cops gerufen hätte? Woher weißt du von dem anonymen Anrufer? Ich habe gehört, wie die Cops darüber geredet haben? Ja, das macht Sinn. Da muss ich dran gedacht haben. Okay, sie hat sich schon mal selbst widersprochen. Sehr gut. Also kann ich jetzt bitte gehen? Also sie hat was gesagt, was sie eigentlich gar nicht wissen kann. Ein anonymer Anrufer hat der Polizei einen Tipp gegeben. Aber woher weiß sie das? Die Cops haben nicht mit den dreien gesprochen. Sie wurden nicht befragt. Kann also auch nicht sein, dass sie das irgendwie mitgekriegt hat. Wir werden schon rausfinden, worum es geht. Also Mina auf jeden Fall schon mal turboverdächtig. Mina turboverdächtig, alright? Als nächstes nehmen wir mal Rex auf die Hörner. Der hat hier ja auch scheinbar Hilfe bekommen von ihr. Und hier sagt sie auch schon, oh jo, im Moment passiert echt viel verrückter Kram. Also Rex und Maya hatten hier scheinbar auch ein bisschen einen Streit, so wie das aussieht. Weil sie für irgendwen, für einen Patrick, irgendwie eine Werbeanzeige gemacht hat oder so. Und er sagt jetzt hier, yo, hast du dich einfach so zurückgezogen? Schreib mir einfach, okay? Und hier auch eine Sprachnachricht wieder. Warte, wir scannen das mal. Rex
hatte ja ein bisschen Stress mit Maya und hat gesagt, er hat kein Problem, nicht mehr in der Gruppe zu arbeiten. Und hier hat er jetzt so eine Sprachnachricht. Maya, are you just gonna keep ignoring me? Just be straight up. You don't have to hide from me. I'm not gonna bite. Du musst mich nicht, muss dich nicht von mir verstecken. This thing's really not working out. Let's just hash it out like adults. Okay, yo, er ist richtig wild. Yo, Maya, willst du mich einfach ignorieren so? Wir können das wie Erwachsene regeln hier und so, ne? Wenn der Druck dich fertig macht, sag es einfach. Okay, Rex scheint nicht unbedingt der freundlichste Zeitgenosse zu sein, sagen wir es mal so. Und deswegen müssen wir jetzt sprechen. Und zwar allein. Mal sehen, ob er uns was zu sagen hat. Oh, mein Gott. Warum musst du Mayas Nummer benutzen? Du hast mich fast umgebracht. Verstehst du? Nicht witzig, Bro. Denkst du, das ist witzig? Ja, das ist meine Art, damit umzugehen. Wie auch immer, Mr. Officer. Zeit ist Geld. Also mehr Fragen. Ich will, dass du das ernst nimmst, Kollege. Wirft kein gutes Licht auf dich. Ja, es geht mir viel im Kopf rum. Ich muss über meine Arbeit nachdenken, jetzt wo Maya weg ist. Einen neuen Karriereplan. Und Probleme häufen sich an. Was für Probleme? Was denn für Probleme? Lass es mich erklären. Weniger Follower, gleich großes Problem. Wo warst du, wenn als Maya gestorben ist? Straight to the point. Ich habe meine Videos bearbeitet. Ich muss meinen Leuten ja geben, was sie wollen. Nämlich mich. Okay, Rex, turbo unsympathisch. Okay, ich denke, da werdet ihr mir zustimmen. Rex, ganz merkwürdiger Kollege auf jeden Fall. Okay, hier könnten wir was sagen, was wir jetzt aber nicht sagen können. Ah, du musst viel beschäftigt sein, Bro. Ah, und trotzdem bin ich hier, zu ihren Diensten. Also meine Theorie, Maya war auf irgendeinem Self-Care-Bullshit-Detox-Trip. Was immer sie gemacht hat, hat ihr Gesicht ruiniert und sie ist so sauer geworden. Oder so, was für eine Erholung soll das bitte machen? Okay, der Typ ist richtig kacke. Sie hatte 100 Allergien, also wer weiß schon, was das verursacht haben könnte. Ich weiß, dass sie ihr Detective spielen, aber lass mich nur sagen, dass Maya tot ist, bedeutet, dass Business für alle schlecht ist. Besonders für mich. Juckt aber niemanden, denn Maya ist tot und wir müssen rausfinden, warum. Versuchst du zu beweisen, dass du kein Verdächtiger bist? Ich sag hier einfach nur Fakten. Okay, die Zeit ist um. Brauchst du noch irgendwas? Ich hätte $7,800 verdienen können in diesen paar Minuten, in denen ich mit dir gesprochen habe. Ich werde mich melden. Der kommt auf jeden Fall auf die Liste. Der ist verdächtig. Der ist turboverdächtig, weil er ein Arschloch ist. Der ist echt ein Arschloch. Also der ist auf jeden Fall verdächtig. Reden wir auch mal mit Aria. Okay, was reden die hier? Okay, sie soll irgendwie... Moment, worum geht's hier? Ah, hier, guck mal, Hinweise. Maya hat sich mit irgendjemandem über Spark getroffen. Ist bestimmt sowas wie Tinder. Okay. Oh, er wollte mich die ganze Zeit zu irgendeinem Dach bringen. Also auf, ne? Bei einem Hochhaus aufs Dach so. Okay. Maya, wir müssen reden. Ich dachte, wir hatten übereingestimmt, dass wir den Yoga-Retreat-Post zuerst machen. Oh, sorry, das hat sich in dem Moment richtig angefühlt, also habe ich es einfach getan. Okay, oha. Sie ist richtig sauer. Ja, sie haut ihn jetzt auch hier direkt rein. Yo, Maya, es geht immer nur um dich. Alles dreht sich nur um dich. Diese Gruppe ist deine Art, Leute zu kontrollieren und so zu tun, als wärst du irgendeine Art Retter oder sowas. Denkt ihr, ich weiß nicht, was ihr hinter meinem Rücken über mich sagt? Okay, also diese Gruppe, in der die sich unterhalten haben, war eigentlich einfach nur komplett toxic. Ey, ganz ehrlich, die haben sich alle nur gegenseitig, einfach nur gegenseitig hochgenommen, so, WTF. So, was sagt sie jetzt hier? Hey, Maya, are you okay? I haven't heard from you in a while. You haven't ditched me now that you're all famous, right? Okay, but seriously, I have been a bit worried about you. Just want to let you know that you can give me a shout if you need a chat. Aria macht sich Sorgen und sagt, hey Maya, wenn irgendwas ist, kannst du dich bei mir melden. Sagst du, hey, ja, mir geht's gut, glaube ich. Können wir vielleicht demnächst nochmal einen Mädelsabend machen? Ich muss aus meinem Haus raus. Es ist irgendwie komisch. Okay, sag mir einfach Bescheid. Und seitdem kein Kontakt mehr. Okay, ich habe mehr Fragen. Hi, brauche ich einen Anwalt für diese Konversation? Fühlst du dich nervös? Wir reden nur? Wir reden nur. Nur eine Unterhaltung. Es ist niemals nur reden mit der Polizei, oder? Können wir einfach damit fertig sein, damit ich mein Leben wieder haben kann? Kann ich irgendetwas tun, um es einfacher zu machen? Außer mich in Ruhe zu lassen? Du kannst schon mal damit anfangen, indem du zum Punkt kommst. Alles fällt zusammen und ich musste tun, als wäre alles in Ordnung. Die Arbeit war schon stressig genug. Okay, irgendwelche Theorien, was passiert ist? Straight to the point. Eine Kombination von Burnout und
schlechter Ernährung? Ich weiß es nicht. Aber so verstört, devastated ich gerade bin, muss ich immer noch die perfekte Todesnachricht für meine Follower verfassen. Ansonsten wird meine Performance noch weiter runtergehen. Also ist alles fake? Natürlich nicht. Ich bin authentisch auf meine eigene Art und Weise. Deine Follower können dich zerstören und du musst sie immer glücklich halten. Ist das so? Wir spielen Horror-Games. Seid ihr immer glücklich hier bei mir? Und das bedeutet Opfer bringen. Welche Art von Opfern? Zeit, Hingabe, Zustimmung der Familie. Muss ich noch weitermachen? Arbeit fühlt sich nicht wie Arbeit an, wenn du deine Arbeit liebst. Aber für viele von uns ist der Druck es wert. Warst du am Arbeiten in der Nacht, als Maya gestorben ist? Sie sagt, natürlich, ich arbeite immer. Ich habe ein Video aufgenommen, ein Make-up-Tutorial. Vielleicht ist der Stress der Arbeit der wahre Killer hier. Stress der Arbeit? Work, Strain, Belastung? Maya war ein Perfektionist. Sie hat immer alles übertrieben. Mit ihrem Lifestyle, wer welche Supplemente genommen hat. Vielleicht ist sie einfach vor Erschöpfung tot umgefallen. In ihrem Wohnzimmer. Woher weißt du, wo sie gestorben ist? Ja, ich füge hier nur die Puzzlestücke zusammen. Ist es nicht dein Job? Hat sich auch widersprochen. Let's go. Also, der Junge und die beiden Mädels wissen auf jeden Fall mehr, als sie sagen. Wir haben auf jeden Fall Polizeiinfos, die sie nicht haben dürften. Und das ist verdächtig. Noch irgendwas anderes, was du sagen möchtest? Ich sag dir Bescheid, wenn mir noch irgendwas in den Sinn kommt. Freut mich, dass ich helfen konnte. Okay. Und jetzt haben wir hier im Warden, können wir hier noch... Dies ist das, die letzte Aufnahme in Mayas Video, in Mayas Handy, bevor Maya gestorben ist. Kann ich das wiederherstellen? Hiermit? Ah ja, kann ich. Okay. Ist das... Oh, noch eins. There has to be a way to fix this, right? We're gonna have to destroy this thing, we have to. Sie will es zerstören. Das Handy? Sie meint das Handy, oder? I think I have it figured out. Oder was meint sie? And we just need to get everybody here. Oh. We can get rid of this thing together. It has to work. It absolutely has to work. Sie will alle dorthin holen. Meint sie damit ihre Freunde, ihre Kollegen? Um es zu zerstören? Und es muss funktionieren, sagt sie. If you're watching this, and if we don't make it out alive, if we mess up, and I don't make it out alive, please watch the webcam footage. You'll see everything that you need to see. Okay, sie hat gesagt, falls wir es nicht schaffen, falls ich nicht überlebe, schaut das Webcam-Video, da steht alles drin. Oder da könnt ihr alles sehen. Noch ein Hinweis, hat sie Webcam-Video gesagt? Okay, mach so weiter und du steigst die Ränge immer weiter auf. Danke, Sir, kein Problem, mach ich gern. Wir fangen gerade erst an. Sie hat das nur Stunden bevor ihrem Tod aufgenommen. Sieht so aus, als hätte sie ihren eigenen Tod vorhergesagt. Sie hat geplant, alle zu versammeln, ihre Freunde. Und was hat sie versucht zu beenden? Was hat sie versucht zu zerstören? Ihre Freunde müssen da gewesen sein. Möglich. Möglich. Definitiv möglich. Okay, wir können nicht sagen, ob ihre Fingerabdrücke neu oder alt sind. Wir müssen dieses Webcam-Video bekommen. Vielleicht zeigt es uns, was wir wissen müssen. Aber es ist auf ihrem Laptop. Verdammt. Ich kann nicht nochmal in den Beweisraum einbrechen. Habt ihr Kindern euch heutzutage alles in der Cloud? Schau mal durch ihr Handy. Es muss einen anderen Weg geben, um auf ihren Laptop zuzugreifen. Den gibt's garantiert. Den gibt es garantiert. Vielleicht über Media? Mayas Laptop. Dafür brauchen wir aber den Usernamen und das Passwort für die Iris Cloud. Da ist jetzt natürlich die Frage, wo wir den herkriegen. Okay, wir haben hier Surfer, das ist ja einfach nur das Web, glaube ich, ne? Ja. Okay, hier ist halt Musik, haben wir gerade schon gesehen. Hat sie vielleicht in den Fotos irgendwo ihre Einlogdaten? Das könnte sein. Vielleicht mal auf einem Screenshot oder so, damit sie sie nicht vergisst? Unwahrscheinlich, aber nö, ist auch nicht so. Okay, wie kommen wir an diese Daten ran? Vielleicht in ihrem Jabber-Profil? Aber wahrscheinlich nicht, ne? Dann haben wir hier noch Chimera, was auf jeden Fall sowas ist wie Instagram. So, Maya Crane, Maya Eats Clean, 120.000 Follower, nicht schlecht.
Danke für 100k, natürlich. Sehr gerne. 1100 Posts und eine Story? Nee, keine Story aktiv. Was ist das? Was ist das? Ich kann nicht zurückklicken. Sind wir jetzt hier auf dem... Ich kann keinen Post anklicken, nichts. Ich kann... Was? Ich kann nichts anklicken. Warte. Nein. Ich kann... Wir können nicht home. Okay, warte. Nein. Hier ins Menü können wir. Muss ich was Bestimmtes anklicken? Ja, ich kann das hier aufziehen. Aber ich kann nicht hier weg. Ich kann auch nicht auf den Warden zugreifen. Nichts. Keine Chance. Hä? Unable to load previous posts. Also mehr kann nicht geladen werden. Kann ich hier in den Hinweisen irgendwas machen? Ne, hier können wir nur ins Menü gehen. Hier sind Hinweise. Mayas Cloud-Folder kann in ihrer Galerie gefunden werden. Finde einen Weg, sie zu öffnen. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Aber erstmal, wie komme ich hier raus? Was passiert hier denn gerade? Ist das Handy schon wieder broken? Ich kann nicht weiter runter scrollen. Und natürlich auch nicht weiter hoch. Okay, Leute, also was wir da eben hatten, war scheinbar ein Bug, als wir auf ihrem Profil waren und das auf einmal, ja, halt nicht weiterging. Diese komische Musik und dieser Rauch oder was das war. Ja. Da waren wir, immer haben wir auf einmal festgehangen. Scheinbar passiert das manchmal? Kann wohl passieren? Keine Ahnung. Wie weit waren wir denn jetzt überhaupt? Warte, wir haben... Oh, wir haben noch nicht mal das Video hier wieder. Okay, warte. Dann holen wir uns das Video erst nochmal und gucken uns das nochmal kurz an. Ah, Leute, ich muss jetzt hier die Befragung nochmal machen, weil, wie gesagt, ich musste nochmal neu starten. Also nicht komplett neu, aber ab dem Checkpoint. Und ich musste, die, wie gesagt, die Befragung nochmal machen. Und Rex habe ich jetzt auch bekommen. Rex hat sich hier auch verplappert, denn er wusste, was mit Mayas Gesicht los ist. Also haben wir ihn auch genauso erwischt wie die anderen beiden. Let's go. Ha? Haha. Nice. Willst du wohl beweisen, dass du nicht verdächtig bist? Aber das ist zu spät. Ich sag nur die Fakten, sagt er jetzt. Okay, gut, dass wir nochmal laden mussten und wir diesen Bug bekommen haben. So haben wir jetzt auf jeden Fall verdächtige Aussagen von allen gesammelt. So, du warst eine große Hilfe, Rex. Danke. Vielen Dank. Okay, jetzt will er uns hier noch... Ach, Rex... Zieh durch, mach's gut. So, Mina muss jetzt auch noch gerade befragen. Die Hinweise haben wir ja aber schon. Heißt, wir machen jetzt da weiter, wo wir eben waren. Da wir jetzt Hinweise auf alle drei haben, haben wir auch neue Gesprächsoptionen hier bei Detective Murillo. Jetzt können wir ihm nämlich sagen, hey, die wussten alle Details vom Ort des Verbrechens. Was haben sie dir gesagt? So, Aria hat das gesagt. Du hättest da sein müssen, um das zu wissen. Oder sehr viel Glück haben müssen. So, Mina wusste über den anonymen Anrufer. Außerdem Department wissen nur die Notfallauskunft, was darüber. Oder der Anrufer selber. Okay, was noch? So, und Rex weiß über die Gesichtsverletzungen Bescheid. Nur wir wissen darüber. Irgendeine Information ist rausgekommen oder er weiß etwas, was wir nicht wissen. Ist das alles, was du hast? Sie müssen da gewesen sein. Auf jeden Fall müssen die am Ort des Geschehens gewesen sein. Definitiv. Aber wenn sie lügen, müssen wir es beweisen. Was können wir sonst noch verfolgen? Sie haben alle ähnliche Geschichten erzählt. Ähnlich, ha? Was ist der Zusammenhang? Sie alle denken, sie hat sich zu Tode gearbeitet. Interessant. Denkst du nicht, dass ihre Geschichten ein wenig zu gut passen? Sie sagen alle, sie war gestresst. Was ist deine Meinung? Der Tod hat vielleicht was mit ihrer Arbeit zu tun. Maya ist einfach gestorben und alles, was sie tun wollen, ist arbeiten. Wir brauchen mehr Beweise, sagt er jetzt. Was denkst du denn? Ah, lass mal hören, Detective Murillo. Ich glaube, sie lügen, aber ich weiß nicht, inwieweit sie lügen, was alles gelogen ist. Okay, auf jeden Fall halten sie wissentlich Informationen zurück. Das glaube ich auch, sagt er. Sie müssen irgendwas gesehen oder gehört haben. Was auch immer mit Maya passiert ist, hat sie genug verängstigt, dass sie jetzt nichts mehr sagen. Vielleicht haben sie sich verschworen. Richtig. Sie sollten diese Sachen nicht vor uns geheim halten. Wir brauchen richtige Beweise, um sie festzunageln. Ich würde versuchen, selber an den Laptop zu kommen. Geht aber nicht. Also, wir müssen irgendwie an die Dateien
auf Mayas Laptop kommen. Und der ist hier, wir können ja irgendwie Forget Password machen, ne? Account-Verifikation. Wir müssen ein paar Sicherheitsfragen beantworten. Was ist das größte Geschenk an dich? Okay, die Informationen müssen wir jetzt natürlich sammeln. Und wir sind ja hier, wie gesagt, auf Chimera waren wir eben. Und das ist diese Werbung, die man eigentlich kriegt, die wir scheinbar eben als Bug bekommen haben. So. Hast du keine Lust mehr, dich zurückzuhalten? Nee. Hast du keine Lust mehr, dass Verlierer dein perfektes Selbst zurückhalten? Ja. Okay, hast du keine Lust mehr auf Trolls, die Hass auf dein Bild sprühen, sozusagen? Ja, kein Bock auf Trolls. Es wird als größer, das ist nicht gut, oder? Ja. Würdest du gerne deine Realität verändern? Okay, beantworte diese Fragen, um zu sehen, wie deine Realität verändert wird. Welches Bild beschreibt am besten, wie du dich selbst gerade siehst? Next. Okay. Wie würde sich dein Aufstieg zur Spitze anfühlen? Armdrücken für Geld ist gut, ja? Strong, strong. Bizeps? Der macht das. Was suchst du am meisten? Das hier, grün. Grün Wald, geil. Was würdest du gern an dir selbst verändern? Ja, fauliges Gemüse ist kacke. Was würdest du gerne werden? Okay, das hier unten rechts sieht cool aus. Was haben wir jetzt gemacht? TRM. Du bist eine kreative Seele. Du bist eine kreative Seele. Ba-ba-ba. Nutzt dein Potenzial durch deine eigene Identität. Du hast die Kraft, Emotionen zu nutzen, um den Weg in das Herzen der Menschen zu finden. Benutze es weise quasi. Okay, krass. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt tatsächlich zu bedeuten hat, Leute. Irgendwelche Files jetzt hier runtergeladen. Okay, kein Plan. Wir gehen mal auf das Profil. Und bestimmt steht hier doch irgendwo, was ihr größtes Geschenk ist oder so. Das können wir bestimmt irgendwie rausfinden. Aber ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge raus, Leute. Das war's erstmal für diese Episode. Wir sehen uns natürlich gerne im nächsten Video wieder. Ich verabschiede mich an der Stelle hier von Simulacra 2. Ich weiß, die Folgen sind immer recht lang, glaube ich, ne? Aber gut, so ist das Game nun mal. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ihr könnt jetzt drüben irgendwie die aussuchen, gerne hier oben ein Abo da lassen, so wie immer. Macht's gut und bis dahin.